Garten von Abels Vater stehen 40 Apfelbäume. Jeder liefert einen Ertrag von 1500 Äpfeln. Man schätzt, dass für jeden zusätzlich gepflanzten Baum der Ertrag pro Baum um 10 Äpfel sinkt. Wie viele Äpfel muss Abel zusätzlich pflanzen, um den Ertrag aller Bäume zu maximieren? Wie hoch ist der Maximalertrag? So, es geht jetzt darum, diese Aufgabe irgendwie so zu lösen, dass wir sagen können, ich habe jetzt auch verstanden, wie man auf die Zielfunktion kommt. Und im Konzept steht, wenn man nicht weiß, worum es geht, macht man eine Wertetabelle. Und genau das werden wir jetzt hier machen. Das heißt, wir werden jetzt eine Wertetabelle anlegen. Die Wertetabelle sieht so aus, dass wir hier x haben und das x ist die Anzahl... X ist die Anzahl neuer Bäume. Das ist durchaus vernünftig. X ist die Anzahl neuer Bäume. Und dann sehe ich, ich kann für das X einfach mal Werte einsetzen im Geiste. 0, 1, 2, 3, das reicht dann schon. 0, 1, 2 reicht völlig. So, was brauchen wir dann? Dann haben wir die Gesamtzahl der Bäume. Also hier alle, also Gesamtzahl der Bäume. Wenn ich 0 Bäume pflanze, am Anfang hatten wir ja 40 Bäume, wenn ich 0 Bäume pflanze, habe ich 40 Bäume, also steht hier 40. So, wenn ich einen Baum pflanze, habe ich 41 Bäume. Wenn ich 2 Bäume, 42 und so weiter. So, jetzt gehen wir weiter und überlegen uns, wie sieht denn das mit dem Ertrag pro Baum aus? Ertrag pro Baum. Und im Aufgabentext steht, dass jeder Baum 500 Äpfel hat. So, das heißt, wenn ich keinen Baum dazu zu 500 Äpfel. Wenn ich einen Baum dazu pflanze, wird der Ertrag ja pro Baum um 10 Äpfel weniger. Ich habe hier also nicht mehr 500, sondern nur noch 490. So, bei 2 ist es wieder 10 Äpfel weniger, 480. Und jetzt überlege ich mir, wie sieht der Gesamterlös aus? Gesamterlös ist das mal dem, also 40 mal 500. Und das sind hier 20.000. So, hier 41 mal 490, keine Ahnung, ein bisschen mehr als 20.000 und so weiter. Und jetzt gehe ich hier zum X und überlege mir, wenn ich X habe, wenn ich X Bäume gepflanzt habe, ist die Gesamtzahl der Bäume, die ich habe, 40 plus X. Der Ertrag pro Baum, der sinkt ja immer um 10, ist also 500 minus x. Also ist der Gesamtertrag das mal dem. Und das ist dann 40 plus x mal 500 minus x. Das ist also die Zielfunktion. So, jetzt ist die Frage, wann ist... Ja, bitte? Es sinkt immer um 10. Es sinkt um 10, also haben wir um 10x natürlich. Schönen Dank, haben wir um 10x. So, jetzt ist die, ist aber trotzdem, stimmt was. So, jetzt haben wir die Zielfunktion, jetzt wollen wir die Zielfunktion maximieren. Dazu muss ich das ausmultiplizieren. Das ist das mal dem, das sind die 20.000 von vorher. Plus das mal dem, das ist also minus 400x. Dann das mal dem plus 500x. Und das mal dem minus 10x². Das ist die Parabel, für die es den Scheiter zu berechnen gilt. Das ist 20.000 plus 100x minus 10x². Von der Parabel müssen wir den Scheitel berechnen. Jetzt wissen wir, die Formel, der x-Wert vom Scheitel ist minus b durch 2a. In unserem Fall, das hier, das ist c, uninteressant. Das ist b und das ist a. Also das ist also minus b ist minus 100 durch 2a, durch 2 mal minus 10. Es ist also minus 100 durch minus 20. So, und das ist 5. Das heißt, ich habe hier als x-Wert vom Scheitel 5. Und das heißt, ich muss 5 neue Bäume pflanzen. Und der Ertrag ist dann Gesamt 40 plus 5 mal 500 minus
50. Das ist 45 mal 450. 45 mal 450. Und das ist dann 20, 250.